Schreialarm auf Mallorca. Urlauber der Badeinsel staunen nicht schlecht, als sie am Samstag plötzlich neben einem Hai schwimmen. Der knapp 2 Meter lange Blauhai versetzt die Badegäste in Angst und Schrecken. Ich habe einen Strand noch nie so schnell leer werden sehen, beschreibt ein Augenzeuge die Szene auf Twitter. Der Vorfall ereignet sich am Strand von Illetas im Westen von Mallorca. Als die Protección Civil, also der spanische Zivilschutz, anrückt, schwimmt das Raubtier wieder zurück ins offene Meer. Haie kommen eigentlich nur an die Küste, wenn sie sich verirrt oder krank sind. Der Hai von Mallorca scheint aber gesund zu sein. Untersucht werden konnte er jedoch nicht. Obwohl sich der Blauhai von kleinen Fischen ernährt, kann er dem Menschen gefährlich werden und Glieder abbeißen. Der letzte Haibesuch von Mallorca ist noch nicht lange her. Im Mai muss ein Blauhai von der Polizei zurück auf hohe See gezogen werden. Nur wenige Tage später kehrt er zurück. Letztlich muss das Tier von Mitarbeitern des Aquariums von Palma eingeschläfert werden.